Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem Fly-Comment den ganzen Time könnt, damit ihr sozusagen 5 Sekunden fliegen könnt und 10 Sekunden nicht. Das Ganze machen wir jetzt einfach in die /fly eingeben. Danach darf ich jetzt fliegen, wie ihr seht. Ich darf jetzt 5 Sekunden fliegen, das heißt, ich fliege jetzt mal hier rüber, dann werde ich gleich nämlich gefallen gelassen. Jetzt werde ich runterfallen gelassen. Jetzt kann ich nochmal Fly eingeben, es wird auch im Chat angezeigt, you are not allowed to fly anymore. Das kann ich jetzt nochmal hier machen. Und jetzt darf ich wieder fliegen. Und so kann ich dann immer wieder ein bisschen fliegen und dann wieder nicht. Und so könnt ihr halt getimte Comments machen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Hey, und da sind wir nun noch wieder. Nun möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr das Ganze im Code macht. Dazu müssen wir halt als erstes einmal kurz in unsere Plugin-Utils und uns eine neue Hashmap hinzufügen. Das Ganze ist relativ einfach, wir machen einfach eine public static Hashmap. Diese hat einen Player und einen Integer, einen Long. Die nennen wir dann jetzt halt Times. Das ist halt eine neue Hashmap. Player mal Long. Und dann machen wir einmal Schweife Klammern zum Öffnen. Man müsste einmal kurz den Player importieren, den wir nicht kennen, aber wahrscheinlich will er jetzt erstmal die Hashmap haben. So, dann nehmen wir jetzt den Player und jetzt hat er das Ganze. Dann nennen wir das Ganze aber jetzt in dem Fall Fly Times, damit das Ganze vernünftig auch funktioniert. So, hier rein werden wir nachher unsere Values speichern, damit halt sozusagen das Fly halt auch zeitlich begrenzt ist. Jetzt möchten wir das Ganze nochmal als Comment machen. Für die Leute, die jetzt sozusagen sagen, ey, ich möchte das jetzt gerne irgendwie auf den Tag begrenzen oder so. In dem Fall empfehle ich dann halt diese Flytimes, die wir jetzt hier in der Hashmap speichern, bei euch dann halt entsprechend in einer Config zu speichern. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr nochmal oben jetzt in der Infocard sehen. Da erkläre ich euch, wie ihr mit Configs umgehen könnt. So, und nun gehen wir jetzt einmal dahin, dass wir jetzt einmal einen neuen Comment schreiben. Das heißt, wir machen einen New Fly Comment. So, und den tippen wir einmal so. Da implementieren wir den Comment Executor. Implements Comment Executor. Für die meisten Leute, die werden schon wissen, wie ein Comment Executor geht. Für die Leute, die es noch nicht wissen, auch jetzt nochmal oben einfach mal schauen. Ich habe jetzt oben eine Infokarte drin. Da erkläre ich euch nochmal, wie ihr einen Comment Executor nutzt, damit ihr dann halt auch das richtig macht, weil es empfiehlt sich immer, es als Comment Executor zu machen, weil es für euch im Plugin auch am Ende ordentlicher ist. So, dann stellen wir das Ganze jetzt ein. Dann fügen wir jetzt einmal die Standardmethoden hinzu. Ändern Comment Sender in Sender. Comment ist dann CMD, String ist CMD Label und String und die String Arrays Args. Dann returnen wir halt true, damit das halt funktioniert. So, und nun müssen wir noch einmal das Ganze sozusagen hier einfügen oder den Comment. Das heißt, wir fragen als erstes ab if in Klammern Sender Instance of Player. Damit fragen wir ab, ob der Sender tatsächlich ein Spieler ist, weil nur der Spieler halt diesen Fly-Comment nutzen soll. Ich werde jetzt hier bei den Permissions nichts machen. Wenn ihr Permissions braucht, dann könnt ihr die selbst hinzufügen. Das solltet ihr wissen, wie es funktioniert. Also einfach player.hasPermission. So, jetzt müssen wir aber den Player initiieren. Das ist einmal player. Das ist gleich gecastet. Der Sender zum Player. So. Damit haben wir das Ganze. Da müssen wir nichts mehr machen. So, jetzt den Player kennt jetzt noch nicht, jetzt müssen wir halt einfach nur Folgendes fragen. Wir fragen ab, if plugin-utils.flytimes.containsKey Player. Wenn das der Fall ist, ist unser Spieler bereits dort drin. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir Folgendes. Else. Und in diesem Fall werden wir es jetzt sozusagen so machen, dass wir halt ihm diese Flugzeit sozusagen setzen. Also Player set flying to true. Aber nee, wir müssen halt auch eigentlich noch den Zustand abfragen. Wir fragen ab if player.isFlying, wenn es der Fall ist, setzen wir player.set flying like to false und player.set low flight kommt auch auf false, weil es braucht dann in diesem Fall nicht, dass das darf. Weil sonst könnte hier in diesem Fall Hackern dann sozusagen durch diesen Fehler eventuell halt erlaubt werden zu fliegen. Das ist ja natürlich nicht das Ziel. Andersherum setzen wir dann halt flying to true
Und set a low flight natürlich auch auf true, weil sonst dürfte er gar nicht fliegen. So, das ist sozusagen unser Standard Fly Comment. Jetzt kommt aber hier in diesem Fall dann auch noch hinzu, dass wir dann halt Plugin Utils utils.flytimes.put und da rein packen wir jetzt halt in diesem Fall den Spieler und das als Long Value halt system.currentTimeElease. Das teilen wir aber noch geteilt durch 1000. Es wird trotzdem. Ach nee, das könnte eine ungerade Zahl geben. Wir machen das einfach jetzt system.currentTimeElease. Für die Leute, die wissen wollen, wie genau dieser Abstand funktioniert, das erkläre ich gleich. System.currentTimeElease sind in Millisekunden gespeichert und das können wir hier ganz einfach verändern. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen weitergehen. Jetzt haben wir hier diese Flytimes und fragen ab, ob derjenige in den Flytimes ist. Wenn ja, nehmen wir einfach long time ist gleich plugin utils flytimes.get player. Wir packen ja immer die aktuelle Zeit rein. So, das heißt, wir sagen jetzt, machen jetzt einen long time usable. Das ist die Zeit, die in der Zeit, wo es genutzt werden darf. Die müssen wir jetzt hier gleich setzen. Das ist jetzt erstmal, ich setze erstmal 0. Und dann machen wir long time unusable. Das ist auch erstmal 0. So, jetzt haben wir gesagt, eine Sekunde sind 1000. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten sagen, der Spieler darf das 20 Sekunden nicht mehr nutzen, sind das 20.000. Das heißt, hier 20.000 sozusagen, 20.000 Millisekunden. Sind 20 Sekunden. So, das Ganze möchten wir jetzt mit Time Usable. 10 Sekunden darf das Ganze nutzen. Das heißt, wir machen jetzt hier 10 Sekunden. So. Das Ganze ist jetzt sozusagen diese Zeit, die wir setzen. Das Ganze müssen wir aber eigentlich prinzipiell einmal kurz als Static verschieben, weil wir später auch noch an einer anderen Stelle brauchen. Deswegen werde ich das jetzt einmal hier rumschieben und mache hier raus ein Public Static. Je nachdem, wie ihr das Ganze aufbaut, müsst ihr das nicht zwingend. Das sind halt einfach sozusagen unsere Time Usable für die fürs Flying. Die Benennung, ich nenne das jetzt einfach mal Fly Time Usable, damit das klar ist. Ihr könnt es am besten sonst über die Config laden, wenn ihr es über eine Config einstellbar machen wollt. So, jetzt gehen wir auf den Fly Comment. Jetzt haben wir es sozusagen so, dass wir hier, wenn der Spieler halt drin ist, dann fragen wir es ab. Fragen wir die Difference ab. Das heißt, wir machen hier System. Machen hier System.currentTimeElease. Genau, also dann machen wir jetzt long actual current time. Das ist dann halt System.currentTimeElease. Das sind dann unsere aktuellen. Dann machen wir long difference. Das ist dann halt unsere Differenz. Das ist dann halt current time time minus time. Warum? Weil halt die aktuelle Zeit ist ja immer höher als die normale Zeit, Millisekunden. Und demnach ist es dann sozusagen so, dass halt wir das abrechnen müssen. Dementsprechend kommen wir dann halt auf diese Difference. So, nun haben wir jetzt diese Difference. Diese Difference ist sozusagen unsere Zeit, in der wir uns aktuell befinden. Das heißt, wir müssen jetzt halt ein paar Stati abfragen. So. Als erstes fragen wir ab, if difference kleiner than plugin utils und dann in diesem Fall flytime usable. Wenn es der Fall ist, ist er erlaubt, das zu nutzen. So. Erlaubt zu nutzen, schreibe ich mal hier als Kommentar einfach rein. Dann ist uns das gleich bewusst. Ansonsten, else if difference kleiner denn plugin utils.flytime usable plus plugin utils.flytime unusable, dann ist es in diesem Fall in dem Bereich, also wir haben ja hier schon gefragt, ob er kleiner als flytime usable ist. Wenn ja, dann ist er erlaubt. Ansonsten ist es in diesem Fall in diesem Bereich, ist er in dieser flytime, die er unusable hat. So, in diesem Fall deny. Ansonsten ist es so, dass er in diesem Fall halt die Flytime neu gesetzt bekommt. Das heißt, wir können eigentlich prinzipiell hier sozusagen die Abfrage noch ein bisschen vereinfachen. Können wir halt nur schlecht machen. Aber der Kram hier ist komplett gleich, aber er ist jetzt in diesem Fall doof, also müssen wir ihn einmal jetzt hier rüber kopieren.
So, dann haben wir die ganzen hier drüber. Hier ist es erlaubt zu nutzen, aber hier werden die Account-Time-Limits nicht gesetzt. Und hier wird es ihm nicht erlaubt. Das heißt, wir senden ihm eine Message, p.send. Ach, player.send Message, sorry. Message. HFC, you are not allowed to fly anymore. So, das Ganze haben wir jetzt sozusagen hier. Der Comment ist jetzt nicht wunderschön geworden, aber ich denke, es ist trotzdem relativ ersichtlich. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal den Fall, dass er hier drin ist, also Fall in Abfrage, schräg Comment-Nutzung. Ich würde euch empfehlen, das hier auch an eure Sachen ranzuschreiben als Annotation, einfach damit ihr dann wisst, was hier genau der Fall ist. Na, also sozusagen in dem Bereich, in dieser Klammer ist er in dieser Comment-Nutzung und dann wird halt die Difference abgefragt. Hier ist es dann sozusagen innerhalb nutzbarer Zeit. Zeit. Innerhalb der Bandzeit. Zeit. Und dann hier komplett frei wieder. Frei. So, das war es auch schon sozusagen dahingehend. Jetzt müssen wir noch einmal einen Task hinzufügen, den wir jetzt hier vorne einmal starten. So, und nun müssen wir noch einmal die Zeit checken. Das machen wir mit public, mit einer public neuen Methode. Public void check time. Hier machen wir dann bucket.run.getscheduler.runTaskTimer, asynchronously tutorial.msus new runnable, und das sind die Abstände, das ist in diesem Fall 2020. Das heißt, wir warten das erste Mal 20 Ticks, also eine Sekunde, und beim zweiten Mal warten, und ab dann warten wir immer 20 Ticks. So, damit wir das Ganze jetzt sozusagen immer sozusagen, ja, asynchron ausgeführt. Jetzt können wir hier drin halt einfach Folgendes machen. Wir fragen for in diesem Fall player all dot fly times keyset. Damit nehmen wir die aus dem Keyset. Dann fragen wir ab, dann nehmen wir time ist dann gleich fly times get. Und dann all, das ist ein long time, sorry, long time, und dann können wir jetzt hier nämlich die Abfrage machen, ob der Spieler noch erlaubt ist sozusagen das Ganze zu nutzen. Das heißt, wir müssen abfragen, ob er sozusagen noch am Fliegen ist. Das heißt, wir fragen ab, die hier vorne können wir einen long current time machen, die mache ich jetzt mal hier außen vor, den brauchen wir nicht jedes Mal neu initiieren. Long current time gleich system.currentTimeElease. So, dann fragen wir ab, if current time minus time größer denn fly time usable. Wenn das der Fall ist, all.set flying to false, all.set low flying fly to false. Und damit schalten wir ihn halt einfach wieder aus. Dieses Check Time müssen wir jetzt einfach einmal neu starten. Das heißt, das müssen wir beim Setup machen, wir jetzt einfach hier Check Time hinzu. Damit wird das hinzugefügt und ausgeführt. Muss hier noch was. Ach, ich muss das static machen, sorry. Das Ganze hier muss static gemacht werden. Und für die Comments müssen wir jetzt einfach nur tutorial.m wieder machen. tutorial.m.getComment. Und dann ist das in diesem Fall fly.setExecutor, new fly comment. So. Das haben wir jetzt auch. Jetzt gehen wir nochmal einmal in die Plugin YML. Hier tragen wir jetzt noch fly ein. Und damit ist sozusagen unser ganzes Projekt schon fertig. Und damit können wir jetzt sozusagen den fly comment nutzen. Der dann halt sozusagen, wenn ich das jetzt richtig habe, 10, ich glaube, 10 oder 15 Sekunden haben wir, glaube ich, nutzbar gemacht. Das ist ein Glück. Genau, 10 Sekunden nutzbar, 20 Sekunden blockiert. Das Ganze können wir jetzt gleich dann einmal. Aber wir machen das einmal einfacher. Wir blockieren das einfach jetzt mal für 10 Sekunden und für 5 Sekunden hier. Nach 5 Sekunden fliegen, 10 Sekunden nicht fliegen. Ich denke, das ist am einfachsten gleich für den Test.
So, nur noch mal ein kleiner Nachtrag. Es gibt halt bei ja, Bucket wohl eine Veränderung, die ich noch nicht wusste. Man kann den Spieler wohl nicht fliegend machen, wenn er nicht Allow Fly hat. Das heißt, wir müssen einmal Allow Fly hier überall hinzufügen und beziehungsweise nach oben setzen. Das da muss sozusagen als erstes gewählt werden. So, das war es auch schon. Und dann sehen wir uns gleich in Game. So, und nun sind wir auch in Game. Jetzt gebe ich einfach mal Slash Fly ein. Ihr seht, ich habe Fliegen bekommen. Jetzt bin ich hier am Rumfliegen. Jetzt nach 5 Sekunden müsste ich prinzipiell einfach gleich wieder zu Boden fallen. Und da wurde mir nämlich das Fliegen weggenommen. Jetzt kann ich halt Fly eingeben. You are not allowed to fly anymore. So, das kann ich jetzt nochmal machen. Noch darf ich es nicht. So, das gebe ich nochmal ein. Jetzt kann ich wieder fliegen. Das mache ich. Kann ich jetzt wieder 5 Sekunden machen und danach wird es mir wieder abgeschaltet. Und da falle ich jetzt runter und sterbe. So, und wie ihr seht, so könnt ihr halt euch einen Fly-Comment oder einen Comment machen, der auf Zeit gesetzt ist. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Video natürlich auch anschaut. Ansonsten einfach abonnieren und die Glocke anschalten, damit ihr dann auch über alle neuen Benachrichtigungen informiert seid, wenn es was Neues auf meinem Kanal gibt. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.